So, weiter geht's. Wir folgen Machiavelli. Farben. Dieses Gebäude steht unter dem Einfluss eines. Ach. Ja, hallo. Hallo. Hey. Aquedetto, Claudia. Eines der antiken Aquädukte, die die Stadt mit Wasser versorgten. Zu seinen besten Zeiten konnte die Aqua Claudia alle 14 Stadtbezirke mit Wasser beliefern. Diese wichtige Versorgungsleitung wurde etwa zu der Zeit, als Nero sein goldenes Haus baute, für 9 Jahre unterbrochen. Sein kleines Bauprojekt erforderte gigantische Wassermengen. Aber zum Glück lag der Bauplatz am Fuße von Claudias Castellum, eine Art Wasserturm oder Reservoir. Als der Palast vollendet war, kam gnädigerweise auch das Wasser zurück. Bis heute rätseln die Historiker, warum das Aquädukt damals austrocknete. Mein Tipp: zur Erzeugung eines dramatischen Spannungsbogens. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen, aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Ah ja. Den Tunnel betreten. Ach, dann können wir jetzt hier einfach da durchporten oder was? Das ist ein Portsystem. Versteckt Tiberinsel, Piazza del Popolo, Augustus Mausoleum, Pantheon, Campidoglio, Rosa in Fiore, Tevere Hafen und noch ein Haufen weitere. Das hört nicht mehr auf. Okay. Kann wahrscheinlich nur das nehmen, weil das jetzt gerade freigeschaltet ist. Ben trovato, Nicolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Katharina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Tja. Ich warte mal, bis das Spiel sich beruhigt hat. Es ruckelt. Das wird sich nie wieder beruhigen. Jetzt löse ich mich gerade in Luft auf. Rom in Ruin. Ja. Passt. Kann man so abhaken. Sequenz 3. Der Kriege der Leibhab. Ne, Leibhab. Liebhaber und der Dieb. Ja.
Fabio Orsini, Geburtsjahr 1476 oder 1477, Beruf Freischarführer. Fabio, ein Condottiero aus der kämpferischen Familie Orsini, stand bereits im Alter von 18 Jahren auf dem Schlachtfeld. Er drang in Montepulciano ein, um den Sieg den Sienesen zu helfen. Im Jahre 1498 schloss er sich mit Bartolomeo d'Alviano gegen die rivalisierende Familie Savelli zusammen. Er trat der dunklen Seite bei. Als er Geronima Borgia heiratete, eine Cousine von Lucrezia. Zunächst schien Fabio seine neue Verwandtschaft zu unterstützen, doch als Cesare im Jahr 1499 in Romagna weilte, befreite er einen Freund, der im Torre di Nonna eingesperrt wurde. Das lässt darauf schließen, dass er sich mit seiner Loyalität zu den Borgia womöglich doch nicht allzu weit her war. Als sein Vater Paolo von Cesare getötet wurde, floh er in kluge Vorauslicht, griff dann Micheletos Armee an und verlor. Punkt. So wurde zu einem Ausgestoßenen, der die ländlichen Gegenden unsicher machte. Sein schlechter Ruf brachte ihm einen Platz auf der Liste von Banditen ein, die der Papst veröffentlichte. Er führte weiterhin für den Rest seines kurzen Lebens Krieg und starb im Jahr 504 an einer Kopfverletzung in einer Schlacht um Garigliano. Oh, nicht wieder Text, bitte. Ausrüstung verfügbar. Wo? Da kommen wir gleich. Ausrüstung ist toll, das höre ich gerne. Verdutzt. Also. Hey, hoch! Du Depp! Wolle. Fünf Jahre später kommt Musik. Oh, Wasser, cool, das Wasser läuft sogar. Genau hier wollte ich hin. 1000 mittlerweile. Schmiede wäre noch mal teurer. Oh, die steht Farbrau, ist das nicht hier so ein. So kein Schmied. Gut. Oh ja, mehr Leben. Und Widerstand. Das gefällt mir. Das hole ich mir direkt. Gibt es ein römisches Langschwert? Das macht mehr Schaden. Ist auch schön. 1400, ne? Was haben wir noch? Illegal. Geschäftsaufträge. Oh. Hier können wir investieren. Ich nehme tatsächlich die Waffe. Damit ich ein bisschen mehr zuhauen kann. Und repariere den Rest. Zack. So, gut, dann war das. Was sind Geschäftsaufträge? Treue. Diesen Geschäftsauftrag beenden, um Offiziersschwert freizuschalten. Ah.
Okay. Das bedeutet also, ich muss denen jetzt das bringen, was unten rechts steht, ne? Ein Vergnügen, Signore. So, ein bisschen behalte ich das einfach auch nicht. Wurdet ihr als Idiot geboren oder musstet ihr lange dafür üben? Aiutate un cristiano come voi. Hi. Hier investiere ich mal. Dann ein anderes Mal. Habe ich das Schwert eigentlich getragen? So. Mehrere Punkte, wo wir hin sollen. Bank. 1050, jetzt habe ich gleich kein Geld mehr. So. Oh, so langsam geht mir die Luft aus, muss ich sagen. Also, ich muss mal ein bisschen Pause machen mit Reden. Des Romulus. Hm. Tunneleingang. Tunneleingang. Soll ich die vielleicht einmal entdecken? Was ist das vielleicht einmal? Gucken wir uns das mal an. Die beliebte Ballade über den hübschen Knaben aus Brescia nicht mehr vorzutragen. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche, körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Okay. Ah ja, okay, die kann ich also renovieren. Dann kann man so Teleport-Punkte aufstellen. Das finde ich gut. Das Einkommen steigt, mein Geld steigt damit auch. Leeres Fraktionsgebäude. Ein Schneider, den hätte ich jetzt gerne mal. Gucken wir uns doch mal den Schneider an. Ich habe Lust drauf. Seht ihr, schon 2000, also das geht schnell. Gut, das heißt, wir holen uns Rom zurück. Das ist mit dem Wiederaufbau gemeint. Wir führen Rom zu neuer Glorie. Ezio für Imperator. Imperator Ezio Auditore. Dunkle Herrscher der Welt. Roms Einkommen steigt auf Milliarden. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Ein Beutel. Groß genug, um auch zwei Handwaffen ständig bei sich zu tragen. Krass, das geht also auch mittlerweile. Rauchbomben. Oh, 9000. Assassin's Weiß. Römisch Stein. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre ein Zauberer. Was ist denn das bitte? Das sieht ja aus wie aus Avengers. Hier. Doctor Strange. Sieht aus wie Doctor Strange. Irgendwie finde ich das so cool, aber dafür jetzt Geld auszugeben? Nee. Ich wollte das jetzt einfach nur mal sehen. Umhang färben.
Gegenstände verkaufen. Gut, wir haben's. Das ist immer die Hauptsache. Oh, ein Templer-Versteck. Oh, interessant. Bank. Palazzo Senatorio. Das heißt, wenn wir den erweitern und vervollständigen, ist der perfekt. Ich hätte gern das... das Pantheon. Lass uns das Pantheon mal angucken. Wie viel das kostet. Zu renovieren. 5 Millionen Florin. Die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Ferentino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Kerne unbrauchbar gemacht. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Kerne unbrauchbar gemacht. Das haben sie aber ganz gut gelöst hier mit den ganzen Leuten hier rumrennen. Das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Auf jeden Fall müssen die Banken freigeschaltet werden, weil die sind mein Geldabhebepunkt. Oh! Oh! Okay, erstmal gucken. Dann O. Fuck. 49.000. Ja gut, das ist später wenig. Ezio aus der ersten Ära hat es geschafft. Er kauft das mit Bargeld. Krass. Wir kaufen uns das Pantheon, meine Damen und Herren. Kann ich nicht lesen. Sieht das cool aus. Das Pantheon. Das Pantheon, unter Pantheon verstehe ich eigentlich kein Altar mit Kreuz und so. Ich verstehe da eigentlich die alten römischen Götter. Hey, Jesus. Wichser. Ah, ich hab mein Geld geklaut. Zeit, ihn abzuschießen. Oder wir machen es in der Stille. Was war denn das bitte? Okay, wenn der schießt, will ich auch schießen. Wo ist denn der hin? Hast du ihn getroffen? Hat er ihn getroffen? Schade. Oh Mann. Gut. Dann müssen wir wohl erstmal mit dem Pantheon warten. Aber es steht auf meiner Einkaufsliste. Es dauert nicht mehr lang. Dann vielleicht ein Kunsthändler. Nee, es ist Geldverschwendung noch. Aber die Bank hier oben im Norden, die könnten wir uns mal an uns reißen. 1000 sollte gerade noch dafür reichen. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Nicht der zurückhaltende.
Also, was hat das zu bedeuten? Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein. Bist du betrunken? Seht ihr? Ein Teil des Kolosseums tötete ein Kätzchen, als es einbrach. Ich überlege. So weit ist es schon gekommen. Unglaublich. Sie haben ein Kätzchen umgebracht. Dafür, dass sie das Pantheon, das Kolosseum nicht renovieren. Scheiße! Fuck! Mist. Warum haben wir schon Schusswaffen? Kommt bestimmt aus der Zukunft. Wo hat er den DeLorean versteckt? Ja, das ist cool. Meine Nase läuft wieder, das ist wie immer. Oh, Drecksding. So. Tja, so viel zum Thema, wir haben kein Geld mehr. Das Video ist leider aus. Tja, das muss ich aufs nächste warten. Free Content, Leute. Free Content. Ist immer begrenzt.